Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir. Und heute gibt es meine aufgebrachten Produkte aus dem Monat März und April. Ich würde sagen, wir starten gleich los, weil ich habe hier ein paar Produkte in der Box und ich habe auch noch eine Tüte voll Produkte. Und ja, damit es nicht zu lange wird, starten wir gleich. Ja, als erstes habe ich hier diese zwei Boxen von Isana und von DM. Da habe ich die Taschentücher und die Kosmetiktücher wieder aufgebraucht. Kaufe ich immer wieder nach. Ist einfach ein Must-Have, muss immer hier sein. Ja, dann habe ich hier Wattepads aufgebraucht. Einmal hier von Evelyn die Maxi Wattepads in diesem schönen Design. Und einmal meine liebsten Wattepads für den Augenbereich, für die Make-up. Expert Wattepads, die haben diese Struktur, damit man einfach das Mascara und das Augen-Make-up gut runterbekommt. Es bekommt halt das Augen-Make-up gründlich runter und vor allen Dingen ohne viel Reiben. Und das finde ich halt wichtig und das funktioniert mit denen einfach am besten. Ja, dann kommen wir auch schon zum Augen-Make-up-Entferner, den ich dazu auch immer verwende. Und zwar ist es hier der von Garnier, der Clean Fresh Augen-Make-up-Entferner. Ich liebe dieses Teil und ich bleibe eigentlich auch immer bei dem Teil, außer mal ab und zu zum Testen andere Produkte. Aber generell ist es eigentlich fast immer hier der Garnier Clean and Fresh. Ja, hier habe ich auch gleich das andere Produkt von Simple für sensible Haut. Sensitive Skin Expert, sanfte Haut, Augen-Make-up-Entferner, entfernt wasserfeste Mascara. Ich verwende keine wasserfesten Mascaras, weil ich dann das Problem habe, dass ich extrem meine Augenpartie reizen muss, um die Mascara runterzubekommen. Da habe ich wirklich noch keinen Augen-Make-up-Entferner gefunden, der nicht in meinen Augen brennt und aber wasserfeste Mascara wirklich gut runternimmt. Also da ist immer ein bisschen mehr Reibung notwendig, um das Produkt runterzubekommen. Deswegen kann ich nicht sagen, ob der für wasserfeste Mascara geeignet ist oder nicht. Und ja, aber so an sich hat er einen guten Job gemacht. Ich muss aber sagen, ich mag mein Clean and Fresh einfach lieber. Ja, dann habe ich hier von Batiste das Trockenshampoo und Volumen, traumhaftes Volumen leer gemacht. Das war eine kleine Probegröße, mal in der Glossybox oder so drin gewesen. Ja, mag ich auch sehr, sehr gerne. Das hier hatte welchen Vorteil? Mit aufpolsterndem Kollagen, weil da gibt es ja auch noch die Hydrate-Variante, also praktisch die, die die Kopfhaut nicht austrocknet. Und ja, aber fand ich an sich ganz gut. Hat einen guten Job gemacht und ja, könnte ich mir vorstellen nachzukaufen. Ja, dann habe ich hier ein Duschgel leer gemacht und zwar das Dresdner Essenz Lichterglanz-Dusche. War ein schöner Duft, nicht so orangig, wie ich es mir gewünscht hätte, aber so an sich ein ganz guter Duft. Ja, dann auch einmal leer geworden ist hier von Rexona das Maximum Protection Antitranspirant. Das verwende ich abends, bevor ich ins Bett gehe. Creme, das ist praktisch so eine Creme und damit cremt man sich praktisch die Achseln ein und dann sorgt es dafür, dass man länger frisch bleibt und halt wirklich nicht so stark schwitzt. Also ja, und das macht es wirklich sehr, sehr gut und kaufe ich mir deswegen auch immer wieder nach. Ja, dann habe ich hier den Badezusatz von Dresden Essence, grüne frische Sprudelbad und Limette Grapefruit leer gemacht. Ganz, ganz toller Duft. Schön frisch, also wirklich schön erfrischend und ja, würde ich mir nachkaufen. Ja, dann haben wir hier von Kneipp das Hashtag Place to Be Lotus und Weißer Tee leer gemacht. Ja, war ganz in Ordnung. Ob ich den jetzt nochmal brauche, glaube ich eher nicht. Also ist jetzt nicht so mein Top-Favorit vom Duft her. Ja, dann hier von Tracklimoon das The Secret Mountain mit Himalayan Honeysuckle. Und der Duft war wirklich sehr, sehr schön. Ich finde nur, das Schaumbad... Nee, also er macht irgendwie nicht so wirklich Schaumbad. Also muss man jetzt schon mal sagen und ja. Aber so, der Duft wirklich sehr, sehr schön. Ja, dann habe ich hier einmal die Maske von Bio Vegan Skin Food aufgebraucht mit Bio-Grüntee-Tuchmaske für empfindliche Haut. Ja, eine schöne Maske, was mir hier nicht gefällt. Die Augenpartie ist sehr, sehr klein. Das heißt, man muss sich die Maske immer so ein bisschen aufreißen, damit nicht das komplette Auge zugedeckt ist oder das halbe Auge. Und ja, an sich eine schöne Maske, würde ich mir jetzt aber nicht unbedingt kaufen. Ja, dann haben wir hier das Badesalz von Dresdner Essenz. Ich lebe meine Träume mit spritzig frischem Duft. Und ja, es war wirklich ein schöner, spritzig, frischer Duft, also hat mir gut gefallen. Könnte ich mir vorstellen nachzukaufen. Ich glaube, auf der Seite von Dresden Essence, also wenn ihr wirklich irgendwelche Badezusätze sucht,
Schaut mal auf der Seite nach, die haben da wirklich eine riesen Auswahl und meistens auch die Limited Editions wesentlich länger verfügbar. Ich weiß jetzt nur nicht aktuell, ob es die noch verfügbar gibt, aber der hier war richtig schön. Erinnert mich so ein bisschen an Ahoi Brause. Ja, so ganz leicht an dieses Waldmeister ein bisschen. Schöner Duft, also hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ja, dann auch ein Badezusatz, der mir sehr, sehr gut gefallen hat, ist hier von Balea Warm and Cozy Pflaumen und Vanille. Sehr schöner Duft. Pflaume und Vanille, tolle Kombi, richtig, richtig schön, hat mir sehr gut gefallen. Ja, dann habe ich mal wieder einen Nose Strip aufgebracht von Biore. Den verwende ich gelegentlich, wenn ich halt extrem viele Mitesser auf der Nase habe. Hatte ich vor kurzem und deswegen musste der einmal her und hat auch wieder gut geholfen und einiges rausgezogen. Ja, dann auch ein ganz, ganz toller Badezusatz ist hier von Kneipp die Badekristalle Spuren in Samt, Merta und Vetiver. Abschalten und den Kopf frei bekommen. Und ja, es ist halt wirklich ein sehr, sehr schöner Duft. Gefällt mir richtig gut, mag ich sehr gerne. Habe ich auch noch einen Backup, könnte ich mir auch vorstellen nachzukaufen. Ja, dann einmal hier aufgebracht vom Merz Spezial die Beauty Institute Deep Relax Maske. Ja, war ganz in Ordnung, hat einen guten Job gemacht. Würde ich mir jetzt aber, glaube ich, nicht nachkaufen. Ja, dann habe ich jetzt mal drei Eyeliner aussortiert bzw. ausrangiert. Also ich hatte hier noch zweimal den Glam & Doll Super Black Liner Waterproof im ja, Schrank liegen und die zwei sind durch. Also da kommt keine bis kaum noch Farbe raus. Finde ich aber sehr, sehr gut. Dann habe ich mir auch schon nachgekauft. Und dann einmal aussortiert ist hier der Aco Fat Liquid Liner. Und das einfach aus dem Grund, weil das eine riesige Spitze hat. Also damit kann man sich keinen Eyeliner ziehen, also ich zumindest nicht und deswegen kommt das Ding jetzt weg. Ja, noch ein Augen-Make-up-Entferner ist hier leer geworden von Garnier Clean Fresh. Wie gesagt, ihr wisst Bescheid, mein absoluter heiliger Gral. Dann habe ich einmal den Badeschaum hier aufgebraucht, was das Herz begehrt. Schaumbad mit Bio-Pfingstrose und Vanille. Ja, war ein schöner Duft. Wobei mir dieses Pfingstrose irgendwie nicht so gut gefällt, muss ich sagen. Deswegen würde ich mir den jetzt nicht nachkaufen. Ja, dann einmal das Duschgel hier von Isana Sweet and Salty habe ich leer gemacht. Mit kramierten Orange und gesalzten Karamellduft. Und das riecht wie diese, wie heißen die denn? Softcakes, glaube ich. Ja, so kann man das im Endeffekt beschreiben. So riecht das. Schöner Duft. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und ja, könnte ich mir vorstellen nachzukaufen, aber ihr wisst, ich habe genug Duschgel, deswegen erstmal nicht und ich glaube, das gibt es auch momentan nicht. Ja, dann einmal das Shampoo hier von Ghoul habe ich leer gemacht und zwar das Kopfhaut Sensitive Shampoo für trockene und juckende empfindliche Haut. Ist ein sehr, sehr gutes Shampoo, wirkt wirklich, ihr wisst, meine Kopfhaut, wenn ihr mich schon länger verfolgt, spinnt teilweise echt extrem rum. Und da sind solche Shampoos genau das Richtige. Es beruhigt die Kopfhaut, es schont die Kopfhaut, es reizt die Kopfhaut nicht noch zusätzlich. Und deswegen ganz, ganz tolles Shampoo und würde ich mir bei den nächsten Problemen auch nachkaufen. Dann habe ich hier ein Duschgel leer gemacht von Dorf, die Limited Edition Winter Care. Ja, die gibt es ja immer zum Winter hin und das ist einfach ein richtig, richtig toller Duft. Gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Und ja, würde es den geben, würde ich mir den auch nachkaufen. Ja, dann habe ich hier von Veleda einmal den zarten Reinigungsschaum leer gemacht. Reinigt Poren tief, erhält Hautfeuchtigkeit mit Biohammer Melis für Normal- und Mischhaut. Ja, den hatte ich in einer Schön-für-mich-Box drin und ja, finde ich sehr, sehr gut. Ich würde mir aber den von Alverde wieder nachholen, den mit Apfel. Der tut es im Endeffekt genauso. Ja, dann haben wir hier nochmal Wattepads. Ja, man merkt, das sind über 2 Monate, wo ich die verwendet habe. Einmal nochmal Maxi-Wattepads, dann habe ich hier nochmal Maxi-Wattepads. Dann habe ich einmal leer gemacht jetzt diese Seidenextrakt-Wattepads. Die würde ich mir aber nicht mehr nachkaufen. Und nochmal meine Expert-Wattepads, genau. Ja, dann in der Handtasche hatte ich einmal dieses kleine Rexona Cotton Dry Deo, einfach nur mal, um aufzufrischen. Und ja, das ist wirklich ein super toller Duft, wenn man den zum Auffrischen dabei hat, weil der hält wirklich lange frisch. Ja, dann habe ich hier einmal leer gemacht den Vella Deluxe Haarschaum, Schaumfestiger, so.
Das Tolle bei dem ist, den kann man eintragen und man kann die Haare einfach trocknen lassen und der gibt Volumen. Also man muss nicht unbedingt föhnen, was ich klasse finde. Anders bei dem hier von Kérastase, den sollte man föhnen. Und ja, wenn ich die beiden jetzt vergleichen würde, der macht natürlich nochmal wesentlich mehr Volumen als der hier. Aber hier für den alltäglichen Gebrauch, wenn man sich herrichtet und einfach schon mal den Schaum reintut und dann praktisch schon Luft trocknen lässt, den Rest nochmal ein bisschen so rausfüllen, dann funktionieren beide wirklich sehr, sehr gut und der halt wirklich für den Alltag super geeignet. Und den könnte ich mir vorstellen nachzukaufen, aber ich habe momentan noch Haarschaum da und die müssen erst leer werden, weil Haarschaum hält wirklich sehr, sehr lange. Ja, dann einmal ausrangiert hier der Beauty Blender. Da habe ich mir mal einen neuen geholt, der ist jetzt schon ein paar Tage alt. Ich habe den jetzt auch nicht mehr gewaschen und ja, Beauty Blender ist einfach ein Top-Produkt, gefällt mir richtig gut und wird immer nachgekauft, weil das ist einfach der Beste. Also ich habe, der Real Techniques Schaum ist auch gut. Allerdings muss ich sagen, der zerreißt sehr, sehr schnell im Vergleich zum Beauty Blender. Und ihr bekommt den Beauty Blender auch bei Amazon für 15 Euro, 14 Euro, also teilweise echt zum Schnapperpreis. Und ja, es wird ja oft diskutiert, dass Amazon Fake-Produkte verkauft. Wenn ihr darauf achtet, dass der Versand von Amazon direkt ist, dann bekommt ihr keine Fake-Produkte, weil Amazon ist ein großes Unternehmen, die dürfen nicht Fake-Produkte einfach verkaufen. Das können die sich auch nicht leisten oder wollen die sich auch nicht leisten, müssen die sich auch nicht leisten. Und ja, deswegen, also achtet einfach darauf, dass der Versand durch Amazon geschieht, dass es vom Lager von Amazon kommt und dann bekommt ihr auch Originalware. Und ich habe da noch nie ein Fake-Produkt bekommen. Klar, wenn man jetzt auf irgendeinem klickt, der, keine Ahnung, von Hongkong verschickt wird, Leute, da muss euch klar sein, dass es ein Fake-Produkt ist. Also ich finde es immer, man muss da ein bisschen gucken und wie gesagt, wenn man da drauf einfach achtet, woher das Produkt kommt, dann kann man eigentlich relativ sicher sein, dass es kein Fake-Produkt ist. Ja, dann einmal hier von Batiste das Trockenshampoo und Hydrate. Das ist das, was ich gerade angesprochen hatte. Genau, also das hatte ich ja als Probegröße drin und das sind diese neuen praktisch, die nochmal ein ja, Plus haben im Endeffekt. Und ja, das ist einfach für mich, für meine trockene Kopfhaut, nochmal einen Ticken besser. Ja, so überbrücke ich halt einfach nochmal die Zeit bis zum Haarewaschen. Ja, dann habe ich hier einmal das Make-up hier leer gemacht von Fit Me, der 110. Die ist heller als die 105, erstaunlicherweise. Ist ein ganz tolles Make-up. Hat mir sehr, sehr lange sehr, sehr gut gefallen. Momentan muss ich sagen, ist es ein bisschen schwierig. Ich muss da ein bisschen rumprobieren, vielleicht einen anderen Primer verwenden, weil sich das teilweise an der Stirn ein bisschen komisch absetzt. Aber an sich eine tolle Foundation und ich kann die eigentlich auch jedem empfehlen, weil für den Preis ist es wirklich ein super Produkt. Ja, dann habe ich hier einmal leer gemacht von Nivea die Pflegedusche, Creme Care. Und zwar die mit dem klassischen Nivea-Duft und ja, zwischen den ganzen blumigen und fruchtigen und süßen Düften muss einfach mal so ein klassischer, seifiger, sauber Duft her und das ist so ein Produkt und deswegen kaufe ich mir den auch immer wieder nach und ja, mag ich sehr, sehr gerne. Ja, dann leer gemacht hier von New, die Spülung und das Shampoo und die rochen ja so nach Cookie, weil ich finde das halt ein schöner, leckerer Duft einfach. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und die New-Produkte, muss ich sagen, tun auch wirklich was fürs Haar. Sie pflegen die Haare, sie machen sie schön, sie beschweren nicht, was natürlich auch wichtig ist, weil ich habe halt sehr, sehr feines Haar, was schnell nach unten gezogen wird. Und das machen die beiden Produkte und deswegen kann ich die sehr, sehr empfehlen. Und die wird es mit Sicherheit zur nächsten Weihnachtssaison geben. Momentan gibt es ja die Pfirsich-Variante. Ich bin echt am Überlegen, ob ich es mir holen soll oder nicht. Aber ich habe da echt ein bisschen Schiss vor. Weil ich habe es, glaube ich, schon mal in einem Video erwähnt, mit einem Haarspray habe ich das, das nach Himbeere duftet, das Got to Be. Und gerade im Sommer ist es echt ein bisschen schwierig, weil ich hatte schon mehrmals Wespen im Haar sitzen. Und das ist halt auch einfach, weil das Haar danach riecht. Also das muss man halt so sagen. Und deswegen habe ich da momentan ein bisschen Bammel vor, deswegen kaufe ich es mir momentan nicht. Ich bin aber echt am Überlegen, weil Pfirsich ist einfach ein Duft, den ich sehr, sehr gerne mag. Und ja, mal schauen. Vielleicht wandert es irgendwann in meine Einkaufstasche oder auch nicht. Aber wie gesagt, die Produkte fand ich sehr, sehr gut. Ja, dann einmal hier von Luvos die Heilerde SOS Detox Maske. Sehr, sehr tolle Maske und sorgt halt einfach dafür, wenn ihr eine
unausgeglichene Haut hat, dass die einfach wieder ein bisschen Ruhe, ein bisschen Pflege reinbringt, die Hautunreinheiten wegmacht. Und ja, mag ich sehr, sehr gerne und wird auf jeden Fall wieder nachgeholt. Dann eine Maske, die auch richtig, richtig gut ist, ist hier von Hey Organic, die The Antioxidant Maske. Und ja, die war wirklich richtig gut. Also ein ganz toller Duft und man hat wirklich das Gefühl gehabt, es tut was für die Haut. Ganz toll, würde ich mir nachkaufen. Ja, dann hier das Badesalz Lebenswürze mit Mango und pinker Pfeffer. Und boah Leute, das ist so ein toller Duft. Dieser pinke Pfeffer, der macht es einfach wirklich so Lebenswürze. Genau das beschreibt es und ganz, ganz toller Duft. Und ich hoffe, es kommt irgendwann mal wieder ins Sortiment, weil davon möchte ich mir auf jeden Fall noch mehr holen, weil das ist wirklich richtig gut. Ja, dann habe ich hier von Kneipp Hashtag läuft bei dir aufgebraucht, Kakao und Vanille. Und da muss ich sagen, Kakao im Badezusatz ist nicht meins. Egal, Badezusatz, Duschgel, mag ich nicht und ja, deswegen lasse ich davon in Zukunft die Finger. Ja, dann einmal hier von Balea die Tuchmaske Bier Tiger habe ich aufgebracht. Ja, ist eine schöne Maske. Hat halt ausgesehen wie so ein Tiger, wie so ein unglücklicher Tiger. Also ein bisschen komisch sieht das schon aus, wenn man das im Gesicht hat. Ja, ist mal nice to have, aber wirklich pflegen tut es die Haut nicht. Also das, da merkt man schon die Unterschiede. Ja, dann habe ich hier von Dresden Essenz einmal aufgebraucht, die Ruhepause, Lavendel und Hopfen. Und ja, einfach zum Abend, wenn man wirklich einen stressigen Tag hatte, zum Runterkommen, ganz, ganz toller Duft. Ich mag Lavendel. Ich habe auch noch eine Lavendelbad in Kloster. Und ja, das verwende ich einfach wirklich gerne, wenn man einfach mal so einen schittigen Tag hat und bringt halt einen einfach nochmal runter und ja, einfach toll. Noch ein tolles Produkt ist hier von Dresden Essenz, die süße Verführung. Auch wirklich ein sehr, sehr schöner Duft. Ich mag Honigduft und ja, ganz, ganz toll und würde ich mir nachkaufen. Ja, dann habe ich hier noch eine Maske und zwar die Garden Love Soothing Face Sheet Mask mit natürlichem Zinkenmilchextrakt für zarte und geschmeidige Haut. Die habe ich mir mal bei Douglas bestellt. Ja, die war auch super. Also muss man so sagen, hat einen schönen Effekt auf der Haut gemacht und ja, könnte ich mir sogar vorstellen, nachzukaufen. Bin mir aber nicht sicher, ob es die noch gibt oder nicht. Ja, mein Eimer ist leer. Das waren alle Produkte, die ich aufgebraucht habe. Und ja, jetzt würde mich mal interessieren, was ihr so für Produkte aufgebraucht habt. Was ist euer Top? Was ist euer Flop? Schreibt es mir unten in die Kommentare. Vielleicht gibt es ja coole Produkte, die mich auch interessieren könnten. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann zeigt mir das doch gerne mit einem Daumen nach oben da. Und wenn ihr noch kein Abonnent meines Kanals seid, dann klickt doch hier unten auf den Abonnier-Button. Und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Video, ihr Lieben. Tschüss!